In diesem Video zeige ich dir, wie du in den ersten DLC Crown of the Sunken King gelangst. Dieser DLC ist extrem gut. Er beinhaltet hier 6 Knochenfeuer. Da kannst du so viele gute Gegenstände bekommen. Außerdem kannst du hier noch fossile Drachenknochen und Titanitschollen abfarmen. Also der ist wirklich extrem gut. Und um in diesen zu gelangen, brauchst du einen speziellen Schlüssel. Das ist die Drachenklaue. Um die Drachenklaue zu besorgen, brauchst du den vergessenen Schlüssel. Wo du diesen findest, erfährst du in diesem Video, und anschließend musst du eine vergessene Tür öffnen. Diese befindet sich in Majula. Hier, wenn du gleich zu dem Katzenhaus rennst, da ist ja hier ein Brunnen. Du kannst entweder den Katzenring hier kaufen bei der Katze und selber runterspringen oder den Leiterbauer Gilligan holen, und bei ihm kannst du Leitern kaufen, also hier Leiter aufstellen. Da gibt es mehrere Leiter. Eine habe ich noch nicht gekauft. Du musst die teuerste kaufen für 12.000 oder wie gesagt selber runterspringen mit dem Katzenring, dann kletterst du einfach hier die Leiter runter. Und solltest du den Leiterbauer Gilligan noch nicht freigeschalten haben, dann schau dieses Video an. Dort erfährst du, wo du ihn findest. Wenn du hier den ganzen Weg runtergerutscht bist, kannst du hier hochklettern. Und hier ist die vergessene Tür, hinter der die Drachenklaue auf dich lauert. Sie befindet sich nicht in den Truhen, sondern hier bei der Leiche. Wie gesagt, um diese zu öffnen, benötigst du den vergessenen Schlüssel. Und wo dieser ist, erfährst du in diesem Video. Alle Videos sind unten in der Videobeschreibung und angepinnt im Kommentarbereich. Nachdem du alles erledigt hast und dir die Drachenklaue besorgt hast, musst du in die schwarze Schlucht und dann am besten hier gleich zum zweiten Knochenfeuer, verborgene Kammer. Wahrscheinlich hast du die Welt und das Knochenfeuer. Wenn nicht, schau dir dieses Video an. Es befindet sich auch in der Videobeschreibung und ist angepinnt im Kommentarbereich. Renn hier dann durch. Höchstwahrscheinlich hast du den Boss schon gelegt. Gehe ich hier einfach weiter. Immer weiter geradeaus und dann hier in diesen kleinen Höhleneingang. Hier rechts ist eine Truhe, du gehst dann aber hier weiter und in der Ferne siehst du auch schon den Teleporter, benutze ihn, und wenn du hier rauskommst, rennst du hier einfach bis zur Tür und genau diese Tür öffnest du dann mit der Drachenklaue. Dann rennst du hier einfach weiter. Der erste DLC ist wie gesagt extrem gut. Du bekommst hier auch einige wichtige Gegenstände, wie zum Beispiel diese beiden Armbrüste. Besonders diese Armbrust ist extrem gut. Die Heiligtum-Repetier-Armbrust, diese verschießt gleich 3 Schüsse auf einmal. Rennt hier immer weiter. Dann gehst du hier nach rechts. Jetzt bist du schon in der Stadt des Heiligtums. Die ist extrem gut. Also dieser DLC hat mir so krass gefallen. Einfach nur ausgerastet hier. Und hier hast du dein erstes Knochenfeuer. Das ist der Punkt Heiligtumsweg. Und im nächsten Video führe ich dich durch die nächsten Knochenfeuer durch bis zum unteren Bereich Heiligtum des Drachens. Hier sind dann auch noch 3 Knochenfeuer. Falls du weiter möchtest, schau dir dieses Video an. Es befindet sich auch in der Videobeschreibung und ist angepinnt im Kommentarbereich. Ansonsten kannst du dich gerne am Kanal umschauen. Wir machen zu jedem Souls-Spiel einen 100% und Platin-Guide. Außerdem produzieren wir mehr als 1000 Videos zu Elden Ring und es gibt zu jedem Resident Evil Spiel ein Platin Guide.